Okay, Sonnenschein. Bist bereit? Hallo, herzlich willkommen zu Folge 86 von Mr. und Mrs. Clear. Ich grüße euch. Markus, worüber reden wir heute? Über den Stand der Dinge bei unseren Hochzeitsvorbereitungen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Die Stimmung ist am Siedepunkt. anders als sonst, wollte ich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir im Endspurt sind, aber ich glaube, wir sind mittendrin und haben jetzt auch echt schon ein paar Mal die Nerven weggehauen. Also du, ich bin ja, glaube ich, sehr souverän. Ja, weil du dich möglichst viel aus allem raushältst, Das stimmt doch gar dann wäre nicht. ich auch sehr souverän. Aber das stimmt doch gar nicht. Ich berichte dir halt nicht jeden Tag davon, wie erfolgreich ich bin mit den Hochzeitsvorbereitungen. Mache ich das leicht? Ja. Inwiefern? Nur ganz kurz, bevor der Markus da jetzt näher drauf eingeht. Wir wollten ursprünglich eine Geschichte machen über die Leichtigkeit und wie man cooler mit Sachen umgeht, weil in der aktuellen Woman ist eine extrem liebe Geschichte mit Kindern, die zum Thema Leichtigkeit Interviews geben. Es ist ursüß, aber der aktuelle Stand unserer Hochzeitsvorbereitungen lassen es nicht zu. So, und jetzt erklär mir, was du meinst. Naja, ich erzähle nicht, dass ich die zweite Location abgecheckt habe und Aber das wir wäre dorthin vielleicht fahren nicht schlecht. können. Ich erzähle nicht, dass wir die ersten Beispiele für die Ringe diese Woche bekommen. Weil ich mir denke, es ist dann eh bald alles da und Step by Step machen wir einfach Aber dann könnten wir die es uns Dinge. besser einteilen. Aber ich tue es einfach. Ich muss ja nicht. Ich berichte auch nicht alles, aber ich gebe dir nur ein Update, damit du weißt, wie weit wir sind und was passiert. Ich mache es ja nicht, um mich zu profilieren. Nein, überhaupt nicht, aber du gibst mir dann ein Update, wenn es dir einfach, glaube ich, zu viel wird, weil dann haust du mir so ein bisschen entgegen, was du alles nicht schon gemacht hast und vergisst aber dabei, dass ich auch schon ein paar Dinge gemacht habe. Hochzeitsvorbereitungen sind nicht schön. Nein. Und jeder, der euch vom Gegenteil überzeugen will, lügt. Wir freuen uns auf den Tag, wir lieben uns immer noch. Wir haben halt jetzt mehr Streitigkeiten als sonst. Es ist zwar schnell wieder vorbei, aber es ist massiv anstrengend. Und ich wünschte, wir würden uns streiten, weil wir uns nicht einig sind. Wir streiten, weil ich mich halt in vielen dieser Dinge ein bisschen allein gelassen fühle. Der Markus das nicht so sieht und dann aber so Sachen sagt wie: Aber du bist zu Hause, warum kannst du nicht anrufen? Und ich mir denke: Ja, ich arbeite von zu Hause, aber ich arbeite. Ich weiß, dass du arbeitest. Ah, schön. Da ich mir kurz dachte, okay, das ist jetzt. Vielleicht Ich fahre ich doch blase kurz die um. Hochzeit ab. Dann gehe ich halt dann alleine hin. Ja, viel Wir haben schon Spaß. so viel gemacht. Viel Spaß. Bist top organisiert. Ja, wirklich. Na, vielleicht war ich gerade am Weg zu einem Meeting oder so und hatte einfach keine Zeit und habe mir gedacht, vielleicht kannst du anrufen. Ich rufe eh an. Ich habe wirklich viel auf die Beine gestellt. Das kannst du jetzt auch einfach zugeben. Das. Und manchmal denke ich mir halt, oder wenn ich dich darum bitte, dem einen Catering zu sagen, wir brauchen noch ein bisschen länger, um uns zu entscheiden. Und die schreiben mir dann, dass sie schon so lange nichts von uns gehört haben. Denke ich mir, willst du mich eigentlich verarschen? Catering. Na. Alle anderen Dinge funktionieren reibungslos. Ja, Ein fabelhaft. Catering. Fabelhaft. Wir haben uns getroffen mit unserer Freundin, um das Design von den Hochzeitseinladungen zu machen. Wer hat den Text geschrieben? Na, Wer hat vorgeschlagen, also wie ich die meine, Karten ausschauen sollen? ja, aber wir haben uns ungefähr viermal umentschieden. Aber wer hat es schlussendlich gemacht? Wer Wir? hat den Termin ausgemacht, damit wir uns treffen? Soll ich kurz Also, aufzählen, was ich alles gemacht habe? Von Location gefunden, das Entschuldigung. DJ kontaktiert, die Band, die Agape, das Standesamt. Ich weiß nicht, mein Kleid, das Kleid meiner Brautjungfer. Ich weiß es nicht, Markus. Soll ich das machen? Alle Caterings angeschrieben. Ich meine, wenn wir drüber reden wollen, wer was gemacht hat, let's go then! Das wird dann zu lang dauern. Ich sag's einfach nicht, was ich alles gemacht habe. Was leicht? Wir wollen ja nicht Weil die es nicht so Zeit. viel ist. Und das Schlimme ist, dass er nicht dazu steht. Vielleicht Aber lasst du sonst mich ist auch nicht. heiraten toll. Sonst vielleicht lasst du mich auch nicht ein paar Dinge machen.
Ja, aber du brauchst einfach Ewigkeit noch. Nein, Qualität das heißt, braucht Zeit. Das ist das Dümmste, was du jemals in dieser Serie hast. Also, um kurz zusammenzufassen, es ist gerade eine aufregende Zeit für uns beide. Aufregend. Sie fordert uns wirklich heraus. Ich glaube ja, dass das eine Art Beziehungstest für die Ehe ist. Ich glaube, das Universum hat sich gedacht, das machen wir noch. Wenn sie das überstehen, dann können sie durch heiraten. Die lustigen Sachen sind ja, dass auf unsere Gästeliste immer wieder neue Leute mit dazukommen. Ja, das erzählst du immer wieder. Von denen ich einfach nichts weiß. Und das überrascht mich dann immer sehr. Ich freue mich dann immer, weil ich mir denke, ach, die Person habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Aber ich freue mich, dass noch Käppeln, weil es dich so freut, Ich glaube, wenn man in Zukunft eine Hochzeit plant oder organisiert, hat das wenig mit Romantik zu tun, sondern mehr damit zu tun, dass man hier strikt einen Leitfaden vorgeben muss, wer was zu tun der hat. Der Markus sagt doch schon seit 2 Monaten, sonst schreib mal einen Leitfaden. Naja, weil... Hat tadellos funktioniert. Na, wir heiraten in 3 Monaten, no Leitfaden to be found anywhere. Na, haben wir es gemacht. Na, jetzt brauchen wir auch keinen mehr. Machen wir es. Du hattest ja nie Zeit. Okay. Also, wir lieben uns immer noch, wir werden heiraten, aber... Wir werden sowas einfach kein zweites Mal mehr organisieren. Nein, nicht. Ja? Nicht. Du musst dreimal kaufen. Also, wie gesagt, wir lieben uns heiß, es ist halt jetzt einfach schwierig, es sind urviele Entscheidungen zu treffen, es geht um viel Geld, das muss man halt auch sagen. Ich glaube, deswegen haut es zumindest mir ab und zu die Sicherungen raus, weil ich mir oft denke, oh mein Gott, das ist einfach für einen Tag, sind das horrende Summen. Wir freuen uns ur auf den Tag, wir freuen uns aber vor allem darauf, wenn alles organisiert ist und unter Dach und Fach ist und wir quasi nur noch die lustigen Sachen machen müssen. Nein, also ich freue mich drauf, wenn wir feiern und wenn ich irgendwann mal einen Fetzen habe. Weil everything is done. Na schön, let's drink. Weil wer freut sich schon aufs Ja sagen? Natürlich freue ich mich aufs Ja sagen. Na komm, du reitest dich an. Nein, ich freue mich drauf, wenn du das erste Mal mit deinem neuen Namen unterschreibst. Ah, ja, mein Name, okay. Das wird immer besser. Das nächste Mal ist die Stimmung zwischen uns beiden vielleicht besser und wir sind uns einig. Und ja. Die Stimmung ist toll. Du bist ein Schleimer. Richtig. Ja, vorher bist du mich noch kurz angegangen. Richtig? Ja. Ja, hast du schon wieder vergessen, ist ja auch schon wieder 10 Minuten her, gell? Ich weiß nicht, von was du redest. In diesem Sinne. Wir sehen uns nächste Woche. Baba. Tschüss. Du hast den Herrn Kitscher jetzt eigentlich angerufen. Markus, bitte geh und dreh das ab. Aber du hast ja gesagt. Markus, das ist keine gute Idee. Schau, ich kann ihn gerne mal anrufen, wenn du magst. Naja, natürlich habe ich ihn angerufen. Ich habe mir auch alles unter Kontrolle. Warum, wie geht's ihm?